Zweierpassen. In dieser Passübung trainieren wir die Ball-An- und Mitnahme-Rausdrehen in Verbindung mit Wendetechniken. Dazu benötigen wir zwei Hütchentore im Abstand von etwa 3 bis 5 Metern zueinander und zwei Spieler. Beide Spieler stehen zu Beginn rechts neben dem Hütchentor. Der Spieler ohne Ball kommt per Auftaktbewegung entgegen und erhält ein flaches Zuspiel. Der Spieler dreht nun raus und führt anschließend einen Fußwechsel um das Hütchen herum, bevor er per Sohlenwende durch das Tor auf den linken Fuß wendet. Nun spielt er den Ball auf den Partner. Dieser kommt auf der Ballseite dem Zuspiel entgegen und führt dieselbe Kombination durch. Auf diese Weise entsteht eine Dauerschleife. Sobald die Jungs den Ablauf drauf haben, können sie gegen eine benachbarte Gruppe im Wettkampf antreten. Variante? Nun ersetzen wir die Sohlenwende durch eine Schussfinte. Wichtig ist auch hier, dass der Spieler bei der Schussfinte durch das Tor auf den linken, den Gegner fernen Fuß gelangt und den Pass ebenfalls mit links spielt. Variante? Und nun ersetzen wir die Schussfinte durch die Sisan-Wende. Denken Sie daran, alle Varianten auch mit dem linken Fuß spielen zu lassen.